So, da kommen wir wieder zurück zu WWE 2K20. Und wir erstellen uns erstmal einen männlichen Superstar. Hier kann ich ja nicht auf was machen, bevor ich umschwenken muss auf die Elgato. In diesem Modus kannst du das aussehen, Fähigkeiten zu besser schalten. Du kannst in Welten über Matches einsetzen und ihn als Comedy-Elemente. Superstars, die in diesem Modus erstellt wurden, können nicht in meinen Spieler importiert werden. Das ist der Hintergrund, warum ich das zuerst mache. Andersrum geht das aber. Also ich kann von einer meinen Spielerfigur andersrum reinnehmen, aber nicht einer Figur innerhalb den Modus. Nein, Spieler reinmachen, in komischer Weise anderen Spielen UFC ging das komischerweise, nur im WWE geht das halt nicht. Screw you, WWE, macht das so wie UFC. So. Ja, Gesicht anpassen. Kopfgröße, Gesicht anpassen, Porträtscan, Gesichtsverformungen, Gesichtsvorlagen. Was sieht mir zu Bibi glatt aus? Aber wir müssen noch ein Update rausbringen. Da sieht man, dass die Augen noch da bleiben. Da sind da viele Gesichter hier. Na, würde fast hinkommen. Richtig. So, Größe und Gewicht. Da ich ein sehr kleiner Mensch bin, wo gibt's hier keinen? So. Bisschen. Bisschen komisch umgesetzt. Meiner Meinung nach. Erstmal so, wie Hautfarbe können wir so alles so lassen. Kleidung. So, Ringkleidung, Einzug, Ringkleidung, Einzug für jeweils Typ 1, Typ 2. Kleidung bearbeiten. Haare und Gesichtspartien. Erstmal eine schicke Frise. Achso, ich muss auch meine Anzeige hier mal abändern. Also gibt es da jetzt hier praktisch nach Minuten, denn ich werde nach Minuten bezahlt und nicht nach Stunden oder Sekunden. Nein. So, wir sind jetzt bei 4,40. Also die erste Frise ist eigentlich ja schon die richtige. Die oder die? Obwohl, die nehmen sie nicht viel, ne? Der ist ein bisschen platter, der ist ein bisschen höher. Ein bisschen, naja.
Kann auch nur die Piper verschleppen, ne? Teilweise frage ich mich, was sind das für Frisuren? Wie vorzüglich ich werde hier. Material. Ich hätte gerne herausknochen, nicht wahr? Nein. Nicht fern. Ah, sieht auch kein Arsch, ne? Oh. Auge links, Auge rechts. Gesichtsbehaarung. Nee, schon mal wieder nicht. Entweder den oder den. Momentan ist meiner gerade so. Also geht nicht über das Knie aus und einen Ticken kürzer. Sonst war er immer so. Ich immer so. Gießt Vollbart. Gießt du den auch nicht. Unterkörper. Alter, ich will keine Behaarung. Oberkörper. Linker Arm. Ich denn? Achso, ich will meinen Namen. Ich dachte, ich wäre bei. Körpertuch Torso, Körpertuch, ach da, Körpertuch linke Arm. Ich lass mit, genau, ich lass mit dem Lock tätowieren, weißt Rotation. Ach, lass mich scheiße durch oder weg. Rotkana. Aus der Kleidung. Unterkörper. Shorts. Sogar gefühlt 1000 Hosen. Chico. Apollo? Ja, Apollo.
entfernen. Trotzdem ist einer da. Was haben wir denn für Unterteile? So? Achso. Gesperrt. Wieso sind die hier gesperrt? Was ist da los? Wehe, es gibt ja auch nicht genug Boxen. Kanaken. Musst du vor den Prestige reichen anstatt. Okay. Wenigstens muss ich einen Rang erlangen und nicht irgendwelche Lootboxen. Das ist, glaube ich, die Rose, die Shawn Michaels damals gedruckt hat in WWE 15 im Showcase-Modus, glaube ich. Fehlen noch die passenden Stiefel, dann passt das. Stiefelschuhe. Komm. Ja, das sind schicke Schuhe. So. Jetzt wären praktisch nur die Schuhe, die ich meinte. In Hoffnung sind die auch mit drin. Was bist du für Schuhe? Da waren die Schuhe von Daniel Bryan, Xavier. Nee, die sind's nicht, aber von Aufmachungen braun. Von Braunton. Das weiß ich. Ich weiß aber nicht, ob sie die drin haben. Das könnten die Schuhe von entweder Jeff Knight oder von Laser sein. Wie das? Nee, ganz nicht. Was? Also das ist die Schuhe von Talia oder? Aber die Schuhe von Rated R Superstar. Ich glaube, das ist. Na, ist das Missy? Mann, da steht Geld drauf. Moneymaker. Ja, müssten die von dem Miss sein. Moneymaker. Ich glaube, das sind die von. Oh, okay, das sind die von Autos. Ich dachte, das wären die von Blatt. Wir müssen, was das für Schüchchen sind von hier. Ich glaube, die Schuhe, die ich meinte von Michael, sind, glaube ich, hier nicht mehr drin. Schade. Na, die Liste ist ja noch ein bisschen lang. Da könnte jetzt noch was passieren, natürlich. Aber ich glaube, das waren sie. Weil sie sind nicht mehr drin. Genau, ich ziehe mir jetzt nur eine Schuhe an, oder was? War der doof? Ja, leider sind sie ja nicht mit bei. Oder ich hab's schnell durchgescrollt und hab sie nicht gefunden. Ansonsten nehme ich die. Schuhe. Ist sie wieder. Moment. Hollywood Hulk Hogan. Ich glaube, ich habe glatt übersehen.
Axpack. Oder einmal ohne Axpack gesagt. Ich wollte aber, wenn denn. Was wollen die denn jetzt? Wo ist die Schuhe von Moneymaker? Auf welcher Höhe? Wo waren die denn? Jetzt finde ich schon mal die eigene Schuhe nicht mehr, die ich haben wollte. Da fuck! Warte, die war noch über der Höhe. Nee. Jetzt bin ich glaube ich zu weit. Ey, ich finde die Schuhe nicht mehr. Was sind die schon noch weiter oben? Jetzt habe ich die Schuhe von Blattart beispielsweise gefunden. Hohoho. Ich bin eindeutig jetzt wieder zu weit oben. Ich glaube, das sind die Schuhe von Eddie Guerrero. Nein, gib mir die Schuhe, nämlich die Schuhe hier. Kleinauswahl, Teilfarbe, Teil importieren. Block? Was? Du kannst keine Blockkörper verwenden, um die Kleidungsteile deines Zubehörs zu behalten. Die Ausrüstungskleider werden jetzt entfernt. Möchtest du? Nein. Ich bin fertig. Und nun? Ach so, okay. Dann ist einfach. Social Media Kanal. Ach, dann kann ich sagen. So. Normalerweise könnte man sich dann noch vorher anhören. Genau, mache ich das letzte Mal aber auch schon. Nun gibt es keine. Okay. L3. Ich fand die Tasse. Persönlich einfach uns. Publikumsreaktion anfeuern, Buhn anfeuern. Anfeuern, Buhn. Stolz. Normalerweise bin ich eigentlich. Hallo? Herkunft. Irland, Island. Wieso nimmt er nicht Lafayette? Schweine. Huch, das ging zu schnell.
FG D Deutschland. Also in Dresden, Frankfurt, Hamburg. Welche Stadt ist Hamburg? Payback. So, Rüssel, sofort. Was? Sofort auch mal. Rasende Fäuste, Tempobonus, Totstellen, Autorüssel. Rush, Electrifying, Eingreifen. Das kommt doch behalten. Ich gehe mal schnell. Fähigkeiten. Dann haben wir erstmal das Schnellere sozusagen durch. Das nächste wird halt dementsprechend oder längere dann das Move-Set sein.
Kopiere von Superstar. So, müssen wir dementsprechend natürlich die ja da will ich eigentlich so wenig wie möglich ändern. Denn wie ihr es schon sehen könnt, Finisher sind jetzt wieder auf zwei Tasten belegt oder auf drei und nicht wie vorher eine. Das heißt, ich muss mich hier dementsprechend natürlich dementsprechend auch umstellen. Jo, funktioniert.
Bisschen unlogisch. Pedigree 1, Pedigree 2. Pedigree 3. Pedigree 4. Keiner von beiden wird umgedreht. Pedigree 1, Pedigree 2. Peoples Moonsault. Voll von People's Elbow. Perfect 10. Piper's. Was? Piper's Pit? Cutter. Das ist die von Kevin Owens. Pup 1, Pup 2. Pup Up Style Clash, okay. Powerbomb Cutter. Ich bleib bei denen. Das sind die, die Famouser.
Messer 3, Filmmesser 2. Okay, da ist der Kick. Nicht. Hier ist der Kick. Hier ist eigentlich das Ende eigentlich gut. Und hier der Anfang eigentlich. Machen wir mal Filmmesser 2. Suicide Spear, was machst du noch mal? Achso, der. Das ist der, den auch Big E hat. Ja, nochmal der RD. Doppelfinisher. So ein Doppel Altitude Adjustment 1. Doppel Shock Slam 2. Doppel Cradle Lift Samoan Drop. Doppel F5. Double Samoan Drop. Double Drop Sam. Catching Finisher. Attitude Adjustment. Nummer 2. End of Days. F5-3 oder F5-3. Moment, AKO. Moment doch. Ich mal Black Attack. Achso. Habe ich von AKO ge. Ach ne, bei R war ich glaube ich gar nicht. Moment. AKO 2. AKO 1. 1,2 und 1. Tight. Habe ich bei dem Payback ist da, okay, genau. Comeback. Wild Rumble.
Teilchen habe ich ja nicht. Gespeichert. So. Ich überlege gerade, ob ich das als Superstar Aufbau so belasse oder ob ich den Entrance noch dazu packe. Das kann so bleiben. Einzug ist jetzt wieder, ja, ne? Okay, den Entrance Sound und so weiter könnt ihr so nicht hören, wenn ich jetzt das, wie gesagt, auf direkt auf die Konsole speichere oder wieder aufzeichne. Einfaches Erstellen. Einfaches Erstellen geht immer schneller als ja, alles andere auf gut Deutsch. Ja, das wird hier auch die längste Aufzeichnung. Ist immer den Superstar natürlich machen. Na klar, man kann jetzt noch feiner machen, wenn man alles noch detailliert macht. Ja, okay, ne. Ist das Goldberg von hinten oder Goldberg kurz vorm, ne, Goldberg von hinten? Knack, knack. Klopf, klopf. Hall of Fame Inductee. Der ist, glaube ich, neu. Hardcore X Dudley Boys. Oder einer von den Dudley Boys. Das müsste Bubba Ray sein eigentlich. Hardcore Icon. Hardcore Icon. Genau, Sandman. Da fehlt nur das Bier. Hardcore Valorant. Genau, das ist jetzt D-Von. Oder sollte D-Von sein? Sollte die von sein. Harper 1 und 2. Hall of Fame. Promflieger 1, 2. Hall of Fame 2018. Hollywood Hulk Hogan.
Genau, war es ja so, da gab es auch das schon als offizielle Entrance zu Hulk Hogan. Ja, dann muss das geupdatet werden, weil da hat man kurz einen Grafikfehler gesehen. Und zwar war das wie folgt. Oh, kann ich jetzt hier natürlich nicht sehen. Und zwar, wenn sich Hogan das Shirt aus abreißt, ist ja noch, hat ja diese zwei Federn, diese blaue und rote Federn nochmals. Normalerweise schmeißt er sie vorher ab, allerdings die Bleiben sind in dem offiziellen Video so noch angehaftet, dass sie erst vor das Schild abgerissen hat, erst runtergeflogen sind, irgendwie so komisch wird. Aber da ich ja kein Shirt habe, da sieht man es ja nicht hier. Ich hatte sonst, wo haben wir denn? ABC.de. Das letzte Mal hatte ich ihn hier. Ein Vorgänger, ein 19. Steve Austin, 96er Champion. Grünes Licht, das müsste er als Ringmaster sein. Ja. Das ist ja der aktuelle. Oh, The Rock 2 Champion ist neu. Achso, das ist, glaube ich, das mit dem $500-Shirt. Genau. Nämlich aber hier Austin. Money in the Bank. Miss Einzugsmusik. Okay, Sarah Logan hat schon ihre eigene Musik. Mal gucken. Yep. Das Burn It Down ist mit drin. Rock'n'Sack Connection. Ändert sich die Musik nicht. Ruby. Ach so. No way, Jose. Nikki Cross. Achso, Neon. Welcher Molly Holly? War, glaube ich, auch die von damals.
Mir ist es klar. Ich hätte gern die alte von Mankind gehabt. Livmorgen. Ich glaube, mit Livmorgen wollen sie uns, glaube ich, triggern. ECB-Engel. Brothers of Destruction 1. Okay, die. Oh, Expert hat sie genau. Bisschen abgeschnitten. Keine muss auch auf die Zeit achten.
So, das ist auch durch. Dann muss ich noch kurz die Sieganimation machen und dann sind wir praktisch. Durch. Ich bin jetzt 56 Minuten und 50. Das müsste innerhalb der nächsten 3 Minuten passieren. Wir sind jetzt in der 57. Minute. Komm, weil ich bin nicht excited hier für den Rest abbrechen. Here is your winner, Super Smooth. Here is your winner, Super Smooth. Super Smooth. Here is your winner, 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 Super Smooth. Ey, nach dem Winter haben wir schon auf den Sack. Here is your winner, Super Smooth. Trophäe, ein Original. So, das war jetzt die Schnellform am Ende, um einen Superstar zu erstellen. Da hatte ich mir jetzt mehr Zeit lassen können, aber wollte ich nicht. Deswegen bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zugucken und die nächsten Aufnahmen, die dann folgen, werden dann halt über die Elgato fallen, so dass ihr auch den Entrance Musik habt und so weiter. Ich, wie gesagt, bedanke mich hier an der Stelle fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.